Sie sind hier, Danas Verband vor Auflösung 12. Juni 2018, 16.26 Uhr, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern Danas Verband wird aller Voraussicht nach aufgelöst. Urheberrecht Getty Images. Der danaische Fußballverband wird aller Voraussicht nach aufgelöst. Ein Korruptionsskandal sorgt für eine Stilllegung und zahlreiche Suspendierungen. Wegen des millionenschweren Korruptionsskandals im ghanaischen Fußballverband GFA steht die Organisation vor der Auflösung. Das höchste Gericht des Landes verfügte am Dienstag per Eilbeschluss die vorläufige Stilllegung des kompletten GFA-Geschäftsbetriebs und suspendierte das gesamte Führungspersonal des Verbandes. Durch den Dringlichkeitsentscheid hat die Regierung wie von der Generalstaatsanwaltschaft angestrebt nun die Möglichkeit zur offiziellen Liquidation des GFA. In der vergangenen Woche war GFA-Präsident Krisinien Taki als Konsequenz aus TV-Enthüllungen über seine korrupte Amtsführung zurückgetreten. Die Fernsehdokumentation lieferte außerdem Beweise für die Manipulation von Spielen durch bestechliche Schiedsrichter. Nien Taki gestand bei seiner Demission sein Fehlverhalten vollständig ein. Punkt. Bei Staatspräsident Nana Akufo-Addo entschuldigte sich Nien Taki persönlich.